Herzlich willkommen zurück zu Fallout. Genau, 4. Wir sind aktuell bei dem Polizei wie Cambridge. Gehen wir gerade mal rein. Haben nämlich zwei Quests, jeweils eine bei Ritter Rice oder Reese? Ne, Rice heißt er, glaube ich. Und Gelehrte Halen. Ich habe gerade an dich gedacht. Wie sieht es mit der Technologie aus? Oh, obwohl wir seit 1000 Jahren nicht mehr hier waren, hat sie gerade eben an uns gedacht, natürlich. Da draußen gibt es noch immer Unmengen an unendlicher Technologie. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. In Ordnung. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Bleib wachsam. Wir nehmen da natürlich immer die neuen Quests direkt an, aber wir machen die... Wir sind es. Wenn es darum geht, die Pridwin am Laufen zu halten, ist Proctor Ingram die Beste. Ah ja. Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauberer und... Entschuldigung? Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten. Bestätigt. Beeindruckend. Beweise dich, dann vertraue ich dir vielleicht. Ist mir vielleicht... Neue Aufklärungsberichte. Hä? Wenn du dich sammeln musst, blöd? Tu es. Sag mir, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Gute Antwort. Hier sind Einzelheiten zum Ort der Säuberung. Erfüll die Mission, dann melde dich zurück. Dass der uns überhaupt Quest geben kann. Wir haben denselben Rang, du Flasche. Faneuil Hall? Waren wir da nicht vor kurzem erst? Das kommt mir so arg bekannt vor. Faneuil Hall. Ich weiß es nicht. Kommt mir sehr, sehr bekannt vor, auf jeden Fall. Naja, wir gehen jetzt erstmal zurück zu Virgil, unserem supermutanten Freund, in dem leuchtenden Meer. Und danach, wenn wir dann dort erledigt haben, was auch immer er uns aufträgt, gehen wir mal ein bisschen erkunden. Hier, weil wir sehen ja hier unten, allein wenn ich hier hingucke, habe ich 5 Sachen, die nicht entdeckt sind. Also die noch unentdeckt sind. Ja, das klingt jetzt blöd, aber genau darum geht's. So. Kehre zu Virgil zurück. Virgil ist ganz da unten. In der felsischen Höhle. Der alte Sack. Hey, hey. Ja, warum denn nicht? Hä? Warum denn nicht? Ey, du Sack. Zitadelle war doch cool. Ich mag die Zitadelle. Komm jetzt. Bats. Das ist übrigens unsere Waffe, die immer zwei Schüsse abgibt. Deswegen macht sie so viel Schaden. Wortwörtlich haben wir sie in die Hölle zurückgeschickt. Ah, da ist er noch, oder? Ja. Spin my head right round, right round. Ich gehe lieber weg hier. Ich habe Angst. Was passiert hier? Ist ja wie bei der Exorzist. Gott. Ja, Gude, ich bin zurück. War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst. Nein, ich habe nur einen kleinen Spaziergang gemacht und bin vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Zum Glück stehen hier weder dein Überleben noch meine Menschlichkeit auf dem Spiel. Sonst würde mich deine Einstellung ärgern. Okay. Oh, der ist auch sarkastisch, das finde ich gut. Wir wollen, dass du zurückkommst. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Railroad hat mir geholfen. Oh Gott, diese Bekloppten. Ich hätte gedacht, ging leider nicht anders. Beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien oder Computerterminals zu retten oder. Tut mir leid. Sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Ich mag den Kerl. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für'n Arsch. Hier ist die Kurzversion.
Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik, das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Deine Zuversicht ist überwältigend. Ich sag nur, dass ich nicht garantieren kann, dass es funktioniert. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Locker, also. Das krieg ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Vergesse ich nicht, mein Freund. Er hat uns sehr geholfen, tatsächlich. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zurück zur Bruderschaft. Das werden wir erst später machen, weil ich hatte ja schon angekündigt in der letzten Folge und in dieser Folge hätte ich es auch nochmal gesagt, dass wir erstmal ein bisschen erkunden gehen. Das heißt, wir fangen hier an. Hallo? So. Zum Westing-Anwesen und gucken dann mal, was auf unserer Karte einfach nicht aufgedeckt ist und gehen da einfach hin. Ich meine, es ist nun mal ein Teil erkunden und es gehört dazu. Ganz einfach. So. So etwas hatte ich nicht erwartet. Okay, wir haben hier allerlei Zeug. Ich gehe zuallererst mal zu diesem Sender. Der sieht nicht entdeckt aus, oder? Kann das Plaza? Nee. Ist es der Sender? Ja. Nee, den haben wir... Oder? Hey, was ist das denn? Doch, das ist doch der Sender, aber warum fliegt der in der Luft? Haben wir auf einmal die ganzen Reifen her? Was ist das denn? Ein Bus? Oh, das erinnert mich auch an diese eine Mission aus New Vegas. Mit dem Bomber, den man da aus dem Wasser fischen musste für die Nellis Air... Warte mal, da lang geht's. Nellis Air Force Base, wo man mit diesem magnetischen Seilzug irgendwie da unten die Dinger befestigt hat, diese Luftsäcke und dann... Ach, es war so gut. Es war so gut. New Vegas ist schon ein... Das war schon eine Wucht, das Spiel. Ist klar, die Grafik war... Naja, ich sag mal, sie ließ zu wünschen übrig, aber nichtsdestotrotz hat es unglaublich viel Bock gemacht. Okay, wie zur Hölle komme ich jetzt da hoch? Wir müssen es doch aktivieren irgendwie, oder? Müssen wir... Warte mal, geht's hier hoch? Nee? Oder können wir das... Nee, da sind überhaupt keine Satellitenschüssel. Doch, da ist eine Satellitenschüssel. Aber wir können hier rein. VR, VR. Moment. Das ist ein Radio. WR, VR. Hä? Dieses Gebiet scheint sicher zu sein. Wer bist denn du? Hallo. George Cooper. Moment. Stopp, Moment. So. Wer bist denn du? WRVR ist unser ganzer Stolz. Rex ist in Schwierigkeiten. Hast du ihn denn nicht im Radio gehört? Zum 10. Mal. Ja. Was soll ich denn bitte unternehmen?
Was? Diese Supermutanten würden mich in Sekundenschnelle töten. Rex hat sich dieses Schlamassel selbst eingebrockt. Jetzt muss er auch selbst eine Lösung dafür finden. Ich sollte jetzt wirklich meine Rolle lernen. Hä, was haben wir denn? Eine Quest bekommen? Was? Ich bin Anne Hargreaves. George, Rex und ich leiten diesen Radiosender. Ah ja, und wie... Komm mal, ja. Plus 10 Tragekapazität. Hey, was willst du? Das nutzen wir doch gleich mal aus. No, schade. In den dichten Fichtendickicht pickten dicke Fichten tüchtig. Hör bitte auf zu reden. Solch eine Technologie zu entwickeln, ist eine verloren gegangene Kunst, die die Bruderschaft wieder aufgreifen möchte. Mit so Radiosender oder was? Oh ja, Radiosender, die verloren gegangene Kunst. Ich werde es niemals vergessen, als mutige Männer und Frauen sich den Gefahren des Radiohörens gestellt haben. Okay, und wiegen... Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt... Wir gehen jetzt darüber. Sehe nix. Ich gehe einfach mal weiter geradeaus. Ah, hier kommt eine Wand. Okay. Leider können wir unter Wasser nicht schießen. Allerdings wüsste ich auch nicht, mit welcher Waffe. Die meisten Waffen funktionieren. Superhunde habt ihr, die in eure eigenen Minen reinlaufen. Nein. Nein. Busy hat er uns erwischt. Aber dieser Fuckhund, wo... Okay, der ist tot. Moment, warte mal. Das Ding macht nicht so viel... Wie viel macht der hier? Tja! Könnt mich mal... Wir verballern erst die Money hier. Warte, soll? Nee, komm. Es hat keine Chance. Schädelgesichtsblätter. Was ist das denn hier überhaupt? Hey, was ist hier los? Boah, geil. Eine Schere. Wer wollte nicht schon immer eine Schere haben? Was ist das hier überhaupt? Gefängnis? Oder eine Militäreinrichtung? Das ist ein Gefängnis. Was stand da gerade? Genau, Küstenwache. Okay, das kriegen wir hin. Wir checken erstmal die ganzen Klammern und dann knacken wir den Passcode. Wollte schon fast den Passwort sagen, aber... Kannst du noch abwenden. Ne, okay. Oh, ja. Also. Natürlich. Was mache ich denn, Mann? Ich vergesse immer den letzten Schritt, einfach auf Tür öffnen zu drücken. Geil! Was für eine Zeitverschwendung. Das ist kein Müll, mein Freund. Das ist der siebte Himmel. Hä? Also. Diese ganzen Sachen. Sie können wir alle verkaufen. Oh. Ja. Gar nicht schlecht. Nehmen wir mit. Boah, okay,
Okay, das ist viel Muni. Wie viel haben wir denn jetzt? Wow, guck mal hier. Fast 400 für die Schrotflinte. Wo wir doch sonst immer so hart am Hungertuch genagt haben. Gerade was die Schrotflinte anging. Okay, wir haben noch ein bisschen. Also, das können wir noch mitnehmen. Das ist eh leer. Was gibt es hier? Eine Waffe, die brauchen wir nicht. Zellenterminal. Was können wir damit überhaupt machen? Ah. Ja, die können wir so gerade öffnen. Dazu brauchen wir kein Terminal. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Alter. Enttäusch mich jetzt nicht. Mach mich stolz. Ja. Du bist der Beste. Bingo. Du erhältst 5% Schaden mit Waffen mit Zielfernrohren. Jetzt ist hier meine Frage. Verursachen die immer 5% mehr Schaden, nur wenn die ein Zielfernrohr oben drauf haben? Oder verursachen die 5% mehr Schaden, wenn ich durchs Zielfernrohr gucke? Weil, ist, okay, das ist kein Zielfernrohr, oder? Wir haben nur eine Waffe mit Zielfernrohr. Nee. Eine Sekunde, das ist die hier. Das ist die einzige Waffe mit Zielfernrohr, die wir haben. Daher Munition. Ach, ich dachte schon. Armee-Munitionsasche? Was ist das denn? Ja? Cool. Wie klingen 6 Wochen in Irland? Dublin, Galway Bay, Waterford. Das war's. Mehr hat er nicht zu sagen? Okay. Jeder wie er es gern hat. Finde so eine random. Waren da gerade 10 Raketen drin? Eine random Sprachnachricht? Doch ja, wie wäre es mit Urlaub? 6 Wochen, ne? Das war's. Okay, da geht's nochmal hoch. Wir gehen allerdings erstmal hier rein. Haus abgeschlossen. Nachher erwartet uns ein Monster hinter der Tür. Der Boogeyman. Ja. Genau, da ist er. Einen zu geht's tatsächlich noch. Hä? Okay, was hast du in deiner Kiste drin? Obwohl. Harnisch könnte gar nicht so schlecht sein, tatsächlich. Ich schaue ihn mir mal an. Wir müssen allerdings mal zurück zu der. Zu der Bosch. Okay, wie heißt die Geschichte hier? Pier der Küstenwache. Da gehen wir. Da fangen wir dann wieder an und. Beziehungsweise wir machen da wieder weiter, wenn wir zurückkommen. Das ist schon. Hier, schon wieder. Dieses Blaue. Warum ist das Ding blau? Als ob die Textur noch nicht geladen wäre. Okay. Warum laufen hier so viele Leute? Ach, verdammt, das ist. Wie viel Uhr ist es? 3.13 Uhr. Jetzt reden sie wieder alle durcheinander. Leute. Was? Wir haben kein Aluminium mehr? Nein, wir können unsere Powerrüstung nicht reparieren. Scheiße. Das gibt's doch. Wie kann das sein, dass. Oh Gott, wir müssen Aluminium sammeln und zwar bis zum Umfallen. Hey. Vielleicht mit dem, was er hatte. Wir haben ihm nämlich einiges gegeben. Könnte sein, dass der noch
ein bisschen Aluminium am Start hat. Okay, warte mal. Erstmal packen wir die Rüstung ein. Natürlich nur die legendären. Das Ding. Was hat unseres? Das ist der Harnisch, gell? Nein, jetzt... Ich werde ihn natürlich anziehen. Ja, danke sehr. Was mache ich da? Ach. Och, Laborstation. Hallo, beende Animation. Oh, wie wir aussehen. Ja, ich habe auch das merkwürdige Halstuch mal weggemacht. Weil, was bringt es... geh weg. Was bringt es, Namen und Bart im Gesicht zu haben, wenn man das Gesicht eh nicht sieht? Dachte ich mir so. Und dann so, weg damit. Huch. Ah, okay, das ist so rum. Okay, okay, okay. Dann muss ich das gerade mal ändern. Hey, warum? So ist doch okay, oder? Weil wenn wir das umdrehen, dass es besser reinpasst, dann steht er auf der anderen Seite, wie man gerade gesehen hat. Das ist nicht so geil. Nicht unbedingt. Aber wir... das und das kommt da rein. Den Rest können wir verkaufen und zerstören. Oder? Stahl, Stahl, Holzenstahl, Stahl, Stahl. Bringt uns alles nur Stahl, nicht wirklich matt wir brauche. Das ist ein dreckiger Ödländer. Das klingt ja schon hart widerlich. Hallo. So, Tab und dann E, genau. Das ist wieder unser... Ja, unser Weltuntergangsprophet. Der gute Kotzwort. Verdammt, ich wollte ja die Rüstung reparieren. Na, dann verkaufen wir erstmal. Wir hocken uns da kurz auf das Sofa, was ich da hingebaut habe. Warten mal ein paar Stunden. Dann verkaufen wir den Kappes, den wir dabei haben. Und reparieren dann hoffentlich unsere Rüstung. Okay, warte mal. 4 Stunden geht, oder? Dann ist es 8 Uhr morgens. Da sollten eigentlich die Leute wieder da sein. Ist es nebelig? Ach, ich hasse Nebel. Gerade in dem Game hier. Hi, wenn du eine Waffe brauchst, bist du ja genau richtig. Denk mal scharf nach, warum ich hier bin. Dein Angebot anzusehen. Großartig. Okay. Dat. Moment, ich mach das so rum. Dat hier. Dat und dat und das alles. Ja. Und ja. Können wir noch was von ihm gebrauchen? Hier, das am besten. Kleidung, Hilfsmittel. Oh. Boah. Warum haben wir 15 Melonen dabei? Zur Hölle? Die packe ich gleich noch ein. Genau, 716. Den Rest verkaufen wir einfach bei dem anderen Kappes-Typen hier drüben. Wie viele Blasen ich habe. Das wäre willst du was kaufen? Warum redet ihr über sowas? Das ist doch widerlich. Was du haben möchtest. Meine Ruhe. Ich verkaufe dir Sachen. Das war's. Ach, ganz ehrlich. Weg damit. Oh, nee, jetzt haben wir so viel. Ah, verdammt. Was kaufen wir denn dann? Hat er denn...
eventuell Schrott für Aluminium dabei. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Komm schon. Da, Aluminium. Das nehmen wir mit. Und das. Dann noch das hier. Ich sehe, ach stimmt, ich sehe was. Okay, das und das und das war's. Ein interessanter Fund und noch intakt. Ja, stimmt. Ein Wecker. Sehr interessant. Den lagern wir ein, ebenso wie die Mods. Und dann verkaufen wir. Ach, verkaufen. Reparieren natürlich. Hat sogar noch gereicht für komplett. Hätte ich nicht gedacht. Okay, und was überlädt uns jetzt noch so heftig? Das hier müsste ich auch mal loswerden. Diese dämlichen Signal. 271? Was ist das? Ich irgendwas hab. Passt oder so? Warum wiegen wir 271? Das stimmt. Das kann doch nicht stimmen. Hä? War es nicht eben irgendwas mit. Moment, haben wir irgendwas aufgesammelt? Hier steht 247. Hier steht 271. Alter, was ist mit diesem Spiel los? Ich glaube, ich speichere mal und lade mal neu. Das ist mir ein bisschen zu creepy. Komm. Hör auf, mir Scheißdreck zu erzählen jetzt, ja? ...247. Damit kann ich noch leben. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Keine 271. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Ach stimmt, wir sollen ja mit ihm reden. Haben wir die Quiz noch aktiviert? Haha, wir reden natürlich zuerst mit der Bruderschaft, ja. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir weiter. Wo waren wir? Das war hier irgendwo. Da. Hier, Küstenwache. Da haben wir den hier komisches Lager mit Zellen unter die Lupe genommen. Ausgeraubt, die Asservatenkammer haben wir ausgeraubt. Junkjet. Was mir gerade einfällt, ich glaube, wir haben uns immer noch nicht den Kryolator geholt. Im Vault? Das sollten wir eventuell mal irgendwann machen. Vielleicht denke ich ja auch mal irgendwann dran. Nächster Halt. Da lang, oder? Ja doch, Osten ist gut. Osten gefällt mir. Also, jetzt nicht falsch verstehen. Dieser Osten gefällt mir. Was haben wir denn da? Einer davon legendär? Nö. Ne. Nein. Nein, 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 nein. Oder? Ich würde gerne. Hallo! Den. Alter, was mit. Bringt das was, wenn wir das benutzen? Haben wir dem gerade die. Alter.
Okay, das ging schnell. Mich hat's gerade ein bisschen irritiert, dass wir ihm die Brustplatte so schnell weggeschossen haben. Ich dachte so, hey, was macht dann jetzt? Ich dachte, er verwandelt sich in irgendwas. Gibt's hier drin wenigstens was Interessantes? Wow, ein Einsteiger-Safe. Ich habe mich schon gewundert, so, was ist das denn für eine Sirene? Aber dann, als ich die Tür gehört habe, ist es mir sofort in den Sinn gekommen. So, nein! Ihr Schweine! Ich könnte nicht machen! Wo sind wir hier? Irgendeine Fabrik? Sieht aus wie eine Fabrik. Was steht da vorne dran? Felons. Es sind immer dieselben, oder? So in etwa. Oh ja. Ach, meine lieben Freunde, warum sterbt ihr denn so schnell? Würde ich sagen, einmal bitte hochheilen. Danke. Und dann gehen wir mal ein bisschen shoppen.